Hallo von meiner Seite. Ich bin Daniel Wagner, der Poetry Slammer, und ich habe heute Morgen folgende Nachricht auf dem Handy gehabt von der Bettina. Hallo Daniel, schau doch mal dieser Link, das wäre doch was für dich. Abgabetermin ist leider schon heute Abend, aber du bist doch Poetry Slammer, also kein Problem für dich. Und dann habe ich auf den Link geklickt und da steht Auftakt Kunst. Heidelberger Künstlerinnen und Künstler zeigen aktuelle Werke in Form eines Videos, eines Kurzvideos. Gegenstand kann ein Werk sein, das in den vergangenen Monaten entstanden ist. Und da dachte ich, hey, das möchte ich machen. Ist zwar etwas kurzfristig, aber auch ich möchte mein persönliches Werk präsentieren, was in den letzten Monaten entstanden ist. So, ich hoffe, das reicht, um bei dem Projekt dabei sein zu dürfen. Ich glaube, besser hätte man es auch nicht machen können, oder? Und wer jetzt einwirft, hahaha, ein Baby machen ist doch keine Kunst. Und wenn, dann hat die Frau die meiste Arbeit. Dem gebe ich schon recht. Aber ich habe natürlich in den letzten Monaten auch Kunst produziert. Ich habe zum Beispiel vom Babybauch meiner Frau einen Gipsabdruck gemacht und den dann eigenständig bemalt. Ich glaube, das ist schon das dritte oder vierte Kunstprojekt der Stadt Heidelberg, das nur dazu dienen soll, Heidelberger Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Und ich muss sagen, das finde ich großartig, während anderswo Künstler reihenweise krepieren, legt die Stadt Heidelberg ihre warme, große, mütterliche Hand schützend auf. Entschuldigung, Baby hat gerade geschissen. auf die Heidelberger Künstler. Und deswegen habe ich natürlich jetzt auch noch ein Gedicht geschrieben. Und es geht so. Überall herrscht eine komische Atmosphäre, eine unangenehm erdrückend ironische Schwere. Die Luft ist zum Schneiden eingedickt, der Gaumen klebt, die Maske zwickt. Kein Lächeln, keine Wärme, keine Nähe. Hier und da flattert eine aufgescheuchte Krähe zwischen den maroden Plattenbauten, oft nur bewohnt von ein paar Ratten und Tauben. Jede Lebensfreude ist längst genommen und in den Straßen brennen die Tonnen. Überall Einweg, Maskenmüll und immer wieder hört man Gebrüll von Kindern und ihren Ökomüttern mit Fjällräven-Kankenrucksäcken auf ihren Rücken, die ihren Balgen dann Dinkelkekse in die Mäuler drücken. So dreht fast jeder gerade irgendwie am Rädchen und alle Kinder heißen Finn oder Elias, auch die Mädchen. Und dann hört man deren Mütter noch pausenlos schimpfen. Ich lass mein Kind ganz bestimmt nicht impfen. Und auch in den äußeren Stadtrandgürteln, in den vermeintlich vornehmen Vierteln, sieht man graue Herren mit grauen Zigarren in riesigen, schwarzen, bedrohlichen Karren dazu. Und dafür fehlt mir fast der Ausdruck. Fuck you, Greta Stickern überm Auspuff. Doch wie furchterregend ist denn das, was da jetzt keimt? Dinkel und Dunkel Deutschland sind vereint. Sie ziehen gemeinsam, um sich zu beschweren, die Halbnazis, Impfgegner und Identitären. Gemeinsam reißen sie auf die Fressen, skandieren, wir sind das Volk und Lügenpresse. Und damit ihre Parolen noch lauter schallen, lassen sie jetzt in jeder Hinsicht ihre Masken fallen. Dass sich solch dunkle Mächte trafen, das gab's doch früher nur in Ludwigshafen. Jetzt findet man überall diese geistige Armut, außer hier in Heidelberg. Und das tut da gut. Denn hier ist noch alles nice. Die Natur, der Mensch, der Baum. Heidelberg ist wunderbar und hier zu leben ist ein Traum. Diese Stadt ist einfach herrlich und macht so viel Lust auf mehr, weil hier alles so erstrahlt in Wonne, Prunk und Flair. Es tanzen die Bienen und singen die Lerchen. Heidelberg ist wunderbar, fast wie in einem Märchen. Und die Menschen, die hier leben, sind so tough und so entspannt. Hey, das ist nicht nur Garten Eden, das ist auch Schlaraffenland. Denn jeder hat ein Lächeln und das Karma-Konto voll. In der Krise dreht man hier nicht durch und das ist einfach toll.
Selbst Kleinkunst hat hier noch Bedeutung und der Künstler ist was wert. Das sind nicht nur leere Worte und da fühle ich mich geehrt. Denn Solo, Fantastico und auch Corona allein, die Projekte vom Theater und auch dieser Dankeschein sind ja eigentlich schon ganz nett. Und wenn mir jeder Heidelberger jetzt nur, sagen wir noch, 1000 Euro schenkt, dann komme ich ganz gut durch diesen Monat und bin nicht so eingeschränkt und stehe weiter auf der Bühne und erfreue ich mit Gedichten. Natürlich könnt ihr mir auch einen Dauerauftrag einrichten, denn Applaus ist was für Pfleger. Mir persönlich geht's ums Geld. Unterhaltung ist systemrelevant, weil man der Langeweile sonst verfällt und dann dreht man eben durch und schlägt alles in zwei. Doch genau das ist völlig sinnlos, denn Corona geht vorbei.